Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 2. Ja, ich hatte jetzt eine Woche Pause gemacht, weil ich vor der Gamescom nicht mehr wirklich dazugekommen bin, mir weiter hier aufzunehmen. Und ja, jetzt bin ich aber wieder extrem heiß drauf und ja, mal schauen, was so passiert. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir in der letzten Folge den Streit zwischen Modok, also zwischen dem Ort hier, und der Geisterfarm. Genau, zwischen der Geisterfarm und Modok haben wir den Streit geklärt. Und weil wir jetzt halt ausgerüstet mit einem schönen neuen Sturmgewehr sind, möchte ich doch nochmal den Quest mit den Hunden probieren. Wiedersehen. Genau. Bist du sicher, dass du dir kein Geld verdienen willst? Ich bin sicher, dass du mein Problem ganz einfach lösen könntest. Kommt drauf an, wie viel. Was muss ich tun? Ja, und vor allem, wie viel? Schlau wie ein Fuchs. Genau wie ich, als ich noch jung war. Also, das ist so. In der letzten Zeit kommen ständig ein paar Wildhunde auf der Suche nach Nahrung von den Hügeln runter. Die Brahmin sind leichte Beute für sie und so greifen sie nachts meine Herden an. Erledige das Rudel und du kriegst 1000 Dollar. Na gut, probieren wir es nochmal. Super, geh nachts zu den Weiden und erledige das Rudel. Das Rudel wilde Hunde, die meine Brahmin angreifen. Komm wieder, wenn du den Job erledigt hast. Na gut, dann probieren wir das Ganze nochmal. So, und jetzt wechsle ich hier mal gleich auf das Sturmgewehr und bewege mich mal ein bisschen vor. So. Zug beenden. Das kann jetzt alles wieder ein bisschen dauern. Wobei komme ich ins Menü. Ach ja, stimmt, die Brahmin agieren jetzt ja auch erstmal noch. Wo lauft ihr denn hin? Darf ich nicht vielleicht irgendwann nochmal? Aber wobei, jetzt klumpen sie sich da schön. Haben wir doch schon mal ein paar Hunde getroffen. Und das würde ich mal sagen, gar nicht so schlecht. Dann kann ich gleich wieder nachladen. Und das schaut doch schon mal deutlich besser aus. Wobei ich glaube, dass ich jetzt ordentlich die Aggro gezogen habe und die mich jetzt alle angreifen werden. Aber das werden wir gleich nochmal sehen. Auf jeden Fall, der erste Hund ist schon mal tot. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Und wenn wir dann 1000 Deckel dafür kriegen, dann ist das doch gar nicht so verkehrt, will ich mal meinen. Dann können wir sich die Munition, die ich jetzt halt hier gerade am rausballern bin, doch eigentlich wieder recht gut zurückholen. Ach, die rennen schon weg. Haben schon die Schnauze voll. Einzelgezielt ist genauso wie Dauer. Oh, da habe ich versehentlich den Brahmin erschossen. Dann lade ich lieber nochmal direkt nach. Ich glaube, ich bleibe doch beim Einzelfeuern. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal gut Schaden ausgeteilt.
Und was ist schon eine tote Brahmin, wenn das Rudel sonst die komplette Herde gerissen hätte? Also geht das, denke ich mal, in Ordnung. Ah, siehst du, der Hund schleicht sich schon und. Okay, die schmeißen sich alle an ein Tier. Das ist nicht so cool. Ich probiere es trotzdem noch mal mit dem Dauer. Okay, der erste Hund ist dezent erledigt. Es läuft doch schon deutlich besser als in den Malen davor. Und wenn die Brahmin jetzt weit genug wegläuft, dann kommen die Hunde sogar nicht mal richtig hinterher. Um noch großartig anzugreifen. Genau. Wobei das schon sehr verlockend ist, eigentlich da hier in die komplette Masse da reinzuschießen. Aber die Trefferchance ist halt gerade auch eine ziemlich geringe. Deswegen einfach mal hinterher, soweit wie es geht. Vic hat versehentlich auf die Brahmin geschossen. Ich hoffe, er macht nicht weiter damit. Na toll, alles getroffen, nur nicht die Hunde. Gut, der zweite Brahmin ist tot. Einzelschuss. Ich glaube, ich sollte lieber gezielte Einzelschüsse machen. Und Vic trifft auch mal die Hunde. Okay, der Hund hat schon wieder die Schnauze voll. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal auf die Hunde, die tatsächlich noch angreifen. Und Vic, hör auf die Kühe zu schießen. Sowas macht man nicht. Okay, die anderen Hunde laufen weg. Das ist nicht verkehrt. Das schaut doch schon deutlich besser aus. Komm, Kopf. Ja, 13 Trefferpunkte. Weg! Was hat dir die Brahmin bitte getan? Okay. Noch ein Hund ist tot. Sehr schön. Jetzt können wir uns um die restlichen Hunde kümmern. Und dann sind insgesamt zwei Brahmin draufgegangen. Das ist, denke ich mal, in Ordnung. Speer oder Vorschlaghammer? Ich glaube, Vorschlaghammer. Wenn jetzt Vic nicht aus irgendwelchen Gründen auch. Immer, aus welchen Gründen auch immer, noch weitere Brahmin erschießt, dann sollte es das bei den Zweien gewesen sein. Du haust aber hier nicht ab, ne? Okay, der haut ab. Ich glaube, dann ist vielleicht das Gewehr doch gar nicht so verkehrt. Kann ich den Kampf gerade beenden? Ja, kann ich sogar. Na gut, der Kampf fängt auch gleich wieder an. Und ich glaube, ich gehe doch wieder aufs Gewehr, weil dann kann ich vielleicht noch aus einer etwas weiteren Distanz was gegen die Hunde unternehmen.
Okay, Hund ist tot. Bleiben noch drei. Okay, der kriegt auch das Muffensausen. Mal schauen, wie weit er noch rennt. Ein bisschen Luft nach oben hat er ja noch. Wie gesagt, ich habe jetzt hier einiges an Munition rausgeschleudert. Na bitte. Magnus, du wirst noch zu einem echten Scharfschützen. Hätte ich ja nicht gedacht. Ja, mit einer 27-prozentigen, ja, verfehlt. Und den Schuss vorher auch verfehlt. Aber es sah zumindest so aus, als hätte er getroffen gehabt. Komm, dann erledigen wir den Hund noch. Und vielleicht können wir von der Brahmin noch irgendwie eine Haut oder sowas mitnehmen. Und weiter verfehlt. Ich glaube, wir müssen echt näher ran. Und weiter verfehlt. Natürlich. So, aber den Hund sollten wir doch auch noch auf jeden Fall hinkriegen. Komm, 66-prozentige Trefferchance. Na bitte. Kampf beenden. Ja. Warum geht der Kampf noch weiter? Ist die Brahmin wütend auf uns? Versucht die uns anzugreifen? Oder? Na bitte, sag ich doch. Ach, da guck mal, wer da kommt. Der letzte Wildhund ist zurück. Und er verzieht sich wieder. Dann hoffe ich mal, dass Sulik vor dem Hund dran ist. Jawohl, sehr schön. Sehr, sehr schön. Six, dann haben wir echt noch mal 1000 Deckel gut gemacht. Das finde ich gut. Und kann ich mit den toten Brahmin agieren? Nee, kann ich nur anschauen. Na gut. Dann geht's jetzt wohl zurück ins Dorf. Ich habe gewusst, dass du das schaffst. Mal sehen. Ich schulde dir
1000 Dollar für den Job. Allerdings sind zwei der Brahmin wegen deiner Nachlässigkeit umgekommen. Bei 100 Dollar pro Brahmin beträgt deine Belohnung 800. Versuch nicht zu lügen, wie viele Brahmin umgekommen sind. Einer meiner Jungs ist dir gefolgt und hat dich beobachtet. Du hast kein Wort davon gesagt, dass ich für tote Brahmin zahlen muss. Habe ich nicht? Bist du sicher? Ich hätte darauf schwören können. Vielleicht nimmst du das nächste Mal erst dann einen Job an, wenn du genau Bescheid weißt. Und jetzt, wenn du so gut wärst, ich hab zu tun. Naja, aber immerhin 800 Caps gekriegt. Das ist doch auf jeden Fall schon mal sehr viel mehr, als wir davor hatten. Und wir haben endlich mal Geld übrig. Zwar einiges an Munition verballert, aber dafür halt auch kaum Leben verloren. Da sieht man schon, wie gut so eine Waffe ist. So, Vic, lass uns mal kurz tauschen. Wie schaut's bei dir mit der Munition aus? Du hast ja eine Pistole, du kriegst jetzt hier auf jeden Fall nochmal ein Messer. Eine Pistole hast du. Ich glaube, ich werde auch eine Pistole noch behalten. Die anderen beiden werde ich verscherpeln. Sprechern. Kampfkontrolle. Nutzt deine beste Waffe. Was ist deine beste Rüstung? Du hast keine. 70 Trefferpunkte, das ist sehr gut. Okay, das passt alles. Tauscht. Nein, ich möchte mit dir sprechen und dann möchte ich das Gespräch mit dir beenden. So, dann schauen wir nochmal in den Gemischtwarenladen. Danke nochmal, dass du unsere kleine Stadt gerettet hast, mein Freund. Ja, womit handelst du? Dann lass uns mal tauschen. Eine Tasche, Obst, Munition, Stimpaks, ein Sturmgewehr. Ist das die Munition? Okay, jetzt kriegst du erstmal. Wo haben wir sie denn? Das ist doch schon mal schön. Aber dafür möchte ich Stimpaks haben. Und die hätte ich eigentlich auch noch gerne. Dann kriegst du hier alle Messer. Und dann reicht es bei weitem nicht. 620. Das schaut auch schon mal deutlich besser aus. Und die letzten 166 lege ich bar drauf. 166. 866 bieten. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein paar Stimpaks am Start. Ja, wir sehen uns später. Und dann sind wir eigentlich auch so gut in Modok fertig, oder? Status. Modok. Alles erledigt. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, soll es das für diese Folge auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und nächste Folge werden wir dann Modok verlassen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir jetzt weiter nach
Gecko gehen oder in die Vault-Stadt, also nach Bunkerstadt, also Vault City. Weil wir haben den Tipp, dass in Gecko sich ein Geek befindet und wir haben den Hinweis, dass sich in Vault, in Bunkerstadt ein Geek befindet. Muss ich mir nochmal genau überlegen. Ich würde sagen, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet und sag einfach bis dahin und ciao.